Ja, hallo, grüße dich. In diesem Video möchte ich mal ganz kurz darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass bereits in der Telefonakquise im Erstkontakt ein möglichst hochqualifizierter Mitarbeiter dran sitzt am Telefon. Denn es gibt natürlich immer noch den Mythos, man könnte da zum Beispiel Werkstudenten hinsetzen, die Arbeit einfach für 1.000 Euro im Monat erledigen. Die machen dann ihre 1.000 Wahlversuche und dann hat jeder das Gefühl, dort wurde sehr, sehr viel Arbeit geleistet. Ja? Mit ihrem Leitfaden und sobald, hier kommt schon der erste Punkt, sobald eine Gegenfrage gestellt wird, das heißt, so ein Werkstudent oder so eine Hilfskraft oder ein Teleagent für 1.500 Euro im Monat, der sitzt dann da und geht strikt nach seinem Leitfaden vor. Das heißt, du als Telemarketing- oder Teleagentur-Inhaber machst einen Gedanken über deinen Leitfaden, erstellst den und versuchst den quasi zu duplizieren. Also, ja, und dann letztendlich das, was du auf dem Kasten hast in der Regel, hoffe ich zumindest, als Agenturinhaber versuchst du quasi zu skalieren und das möglichst profitabel mit einer sehr hohen Marge, setzt dann letztendlich ja eher doch weniger qualifizierte Leute hin, also im IT-Vertrieb zum Beispiel Leute, die letztendlich von der IT, was ich schon so häufig erlebt habe vor Jahren, das ist heute immer noch so, die letztlich von der IT sehr wenig Ahnung haben. Und das Zweite kommt noch hinzu, die Telemarketing-Agents, die letztendlich für sehr viele unterschiedliche Bereiche andauernd irgendwelche Kampagnen machen müssen. Das heißt, wir machen heute irgendwie eine Telemarketing-Kampagne für IT-Security-Produkte. Ja, ein paar Monate später oder ein paar Wochen später machen sie eine Telemarketing-Agentur-Kampagne für ERP-Produkte, dann für E-Shop-Produkte, dann für irgendwelche IT-Beratung, Strategieberatung und so weiter und so weiter. Das heißt, die können ja gar nicht gut, wirklich gut in der Tiefe quasi Lösungsverständnis aufbauen für eine spezifische Zielgruppe und für ein spezifisches Lösungsportfolio. Und sprich, wenn sie dann im Call sind und haben eher strikt ihren Leitfaden, ist alles schön und gut, aber sobald sie eine Gegenfrage bekommen, ja, und müssten quasi ausscheren und hier quasi eine kompetente Antwort liefern, dann kommen sie sofort in die Bredouille. Und was dann passiert, das ist natürlich auch dann beim sehr guten Leitfaden vorgegeben, was dann passiert, ist, dass sie letztendlich sofort auf den sogenannten Experten, ich weiß es noch damals, wie ich in den Telemarketing-Agenturen Coach war, mal ein paar Jahre lang, schon etwas länger her, mittlerweile schon fast 10 Jahre her, dann ist sozusagen die Vorgabe für den Teleagent sofort auf den quasi auf den Spezialisten, auf den ja, Vertriebler, in dem Fall beim Kunden, auf Kundenseite, dann Inside Sales, also nächsthöhere Stufe im Vertriebs, in der Vertriebshierarchie quasi zu verweisen. Ja. Aber, und das ist der absolute Knackpunkt, in dem Moment springt dir der Entscheider oder dein Gesprächspartner eben ab. Ja, weil er nämlich dann in dem Moment zu 100% dich entlarvt hat als jemand, als ein Teleagent. Ja, er hat dich dann eben entlarvt als jemand, der letztendlich in einem Callcenter sitzt und den ganzen Tag einfach nur die 50 gleichen Fragen stellt oder die 10 oder 20 gleichen Fragen nach dem Leitfaden vorgeht und eigentlich von der Materie null Ahnung hat. Und viele Entscheider und IT-Leiter und so weiter, sobald sie das herausgefunden haben, sobald sie das Gefühl auch nur ansatzweise haben, dass du ein Teleagent bist oder einfach einer von 1.000 Anrufen, würde dich sofort einen Hörer auflegen, deine Nummer blockieren. Ja? Der wird dich nie wieder mit dir sprechen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass man sagt, wenn ich ein Portfolio habe, wo in der Lösung mehrere 10.000, vielleicht sogar 100.000 oder vielleicht sogar über 1 Million Euro letztendlich einen Kundenwert hat, ja, mein Kundenwert entsprechend so hoch ist, dann gebe ich doch hier auch die Kaltakquise an letztendlich wesentlich besser qualifizierte Leute ab, ja, so wie wir das eben hier machen bei Klein Marketing für unsere Kunden, die auch ein sehr hohes Lösungsverständnis haben, die letztendlich auch, wenn ein Kunde mal eine Frage stellt, ja,